Ja, herzlich willkommen hier von unserem Pressegespräch. Bei uns natürlich unser Cheftrainer Bradley Gretton. Wir wollen sprechen über die kommenden Spiele am Wochenende. Und wir freuen uns, dass er heute hier ist bei uns. Welcome to the press meeting, Brad. So may first you can tell us something about the first opponent of the week and playing Heilbronn on Friday. I think we're playing a team that, you know, they've got good offense, got some good players. They play a high game, and we need to be ready and play a good defensive game. We need to be smart at what we're doing and the mistakes and turnovers, and you know, just be focused, ready to play them and keep rolling here. You know, there's a lot of confidence in the room right now, but you know, we're still not satisfied. We still need to go, and there's still a lot of games left, and you know, we're going to take it tomorrow period by period and try to win each period and win this game. Ja, mit Heilbronn kommt natürlich eine Mannschaft, die Offensivstärke hat, die viele Spieler auch mit deutlichem Torunterschied schon für sich entscheiden konnte in dieser Saison. Das werden sie natürlich morgen auch machen wollen. Man muss also vorbereitet sein, muss ein smartes Spiel aufzeigen. Er sagt, er will, dass seine Mannschaft das Spiel einfach von Drittel zu Drittel angeht, versucht jedes Drittel für sich zu entscheiden, da einfach mit einem positiven Ansatz rangeht. Er sagt, in der Kabine ist eine super Stimmung, das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen ist wieder zurückgekehrt, jetzt nach den letzten Spielen, und ja, es sehr positiv, dass man das entsprechend auch fortsetzen kann. Marco Eisenhut was here, our goalie at the press meeting. So maybe you can say something about him. Last weekend he had a very good weekend, especially the last game on Sunday. So maybe you can say something about Marco playing. Oh, I think he's doing a good job for us. You know what, I think with any player is confidence. And, you know, I want our team to play to give him that confidence too and play smart hockey. And, you know, I have to also give credit to our players last game too, because they were blocking shots and they were battling for him. And, you know, we don't really say it during a game if there's no goal, but, you know, everyone can feel it that we want to get a shutout for him. And, you know, guys did a good job. A lot of guys were blocking shots and it hurt some guys, but that's what it takes to win games too and help the goalie out, and also too is giving odd man rushes and doing the wrong things that can put us under more pressure. And I mean, I think any goalie would you know, appreciates that, all the help he can get too, and you know, and it builds confidence and you feel better in net. And you know, if we can keep scores low for him, he can come up with a big save for us if we get a couple goals. And so it kind of works both ways. And you know, it's a team commitment through everybody. I mean, he could be on great game and be perfect, you know, pretty well perfect, but if one goal goes in because we make a mistake, we could end up losing the game. So it's a two-way commitment with the players, the goalie and the players up front and defense. So we need to be smart and keep him his confidence going and do what we can do for him, and we just rely on him to make us a big save and keep working hard in practice and in games and pull some more wins together. Ja, er sagt, er macht natürlich einen super Job, aber möchte auch hervorheben, dass natürlich auch die ganze Mannschaft, die Spieler, die vor ihm unterwegs sind, natürlich auch einen super Job machen, weil sie ihm einfach die Möglichkeit geben, Spiele auch entsprechend zu entscheiden. Er sagt, das ist eine Geschichte, die von beiden Seiten kommt. Der Torhüter kann noch so ein gutes Spiel machen, wenn am Ende doch ein Tor reingeht aufgrund des individuellen Fehlers. Deshalb müssen da beide Seiten einfach was einbezahlen. Und wenn man dann so ein Spiel macht, wie gerade am letzten Wochenende, wo die Jungs einfach Schüsse geblockt haben, sich reingeworfen haben, auch um halt für ihn die Null zu halten hinten, da merkt man auch, dass bei beiden Seiten das Selbstbewusstsein wächst, und genau das ist es, was erfordert und was notwendig ist, einfach um langfristig auf die Erfolgsspur zurückzukehren. Thank you so much. Good luck for the weekend. Thank you.